Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Jagdvlog. Ich war dieses Jahr auf echt vielen Drückjagden, aber es hatte irgendwie nie gepasst. Wir hatten nie Weidmannsheil. Selbst auf der großen Drückjagd bei mir im Revier, wir sind da schon Wochen vorher hin, haben alles freigeschnitten, hatten einen super Sitz, hatten auch super Anblick. Rehwild ist teilweise ganz nah an uns vorbeigezogen. Aber man hat nie einen guten Schuss anbringen können. Und dieses Jahr war tatsächlich auch kein Schwarzwild da, weil wir waren an dem gleichen Sitz letztes Jahr schon und da war ja extrem viel Schwarzwild. Aber dieses Jahr, es war ganz komisch, wir hatten auch auf der Strecke kein einziges Stück. Wir hatten Rehwild, die Rehwildstrecke war wie immer, auch die Füchse, aber Schwarzwild, nix. Ganz verrückt. Jedenfalls haben wir dann beschlossen, wir machen noch mal eine kleine Drückjagd in ganz kleinen Kreise, weil wir die Sauen in der Dickung vermutet hatten. Leider sind die Sauen auf der anderen Seite raus, das heißt nicht bei mir vorbeigekommen, aber bei einem Reh hat es dann am Schluss gepasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, wir sind schon auf dem Weg zu dem kleinen Sitz, auf dem wir jetzt sitzen werden. Nachdem es jetzt bei der letzten Drückjagd keine Schussgelegenheit gab, schauen wir mal, ob wir diese Weidmannsheil haben. Wir sehen uns gleich da oben wieder. So, seit eben ein Reh zurückgewechselt. Das hatte ich ja auf dem Hinweg durchgelassen, weil ich noch gehofft hatte, dass eventuell, wie gesagt, die Sauen in der Dickung sind. Aber die waren nicht in der Dickung, die Treiber sind einmal durch. Und jetzt ist das Reh zurückgewechselt. Das konnte ich da, an der Lücke konnte ich es gut ansprechen und bin auch gut abgekommen. Lag direkt im Knall. Da vorne liegt es gleich. Weidmannsheil. Jetzt warten wir mal ab, ob wir Glück haben und vielleicht noch ein paar Sauen durchwechseln. Aber diesmal hat's gepasst. So, ich muss jetzt auf jeden Fall wieder aufpassen, falls was kommt. Wir sehen uns. So, das Treiben ist mittlerweile vorbei. Hahnenruhe. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist erstmal, und zwar
nach da hinten gehen. Genau da, wo wir dem Stück dann noch einen bruchgerechten letzten Biss geben werden. Und dann gehen wir zum beschossenen Stück. Ich bin mal gespannt. Ich habe so das Gefühl, dass ich einen Ticken zu weit hinten abgekommen bin. Aber das ist ja immer gleich. Jawohl, perfekt. Da schnappen wir uns ein Stück. Perfekt. Udele, jetzt gehen wir zum Anschuss. Wir haben einen Bruch dabei für den letzten Biss. Und jetzt schauen wir mal, ob meine Vermutung richtig war, dass ich einen Ticken zu weit hinten abgekommen bin. Aber es lag auf jeden Fall direkt. Da vorne liegt es auch schon. Ja, meine Vermutung war recht. Ich hatte recht. Ein Ticken zu weit hinten bin ich abgekommen. Jetzt gibt's erstmal einen letzten Biss. So, wir sind schon bei mir in der Küche angekommen. Ich habe das Stück noch fertig versorgt gehabt. Und falls euch das interessiert, wie der Ein- und Ausschuss aussah, wie ich das Stück aus der Decke geschlagen habe und grob zerwirkt habe, ich habe ein extra Video für euch abgedreht. Einfach den Link oben in der Beschreibung anklicken, der führt euch direkt zum Video, wo ich das dementsprechend alles ins Detail zeige, für die, die es interessiert. Und sonst lässt sich eigentlich nur dazu sagen, dass obwohl der Schuss ein Ticken weit hinten und ein Ticken weit oben war, haben wir trotzdem Glück gehabt. Der Schuss war in der roten Kammer. Das Stück lag ja direkt im Knall und ist sofort verendet. Also alles gut gemacht. Dem Wildbret hat es auch nichts geschadet. Also ich habe nichts wegschneiden müssen. Alles gut. Und das war jetzt auch, glaube ich, mit eines der letzten Rehe. Damit hatten wir unseren Abschussplan erfüllt gehabt. Und genau, jetzt kommen wir aber zum Zubereiten von einem der Stücke, und zwar aus der Keule von dem Reh bereiten wir zu, und heute machen wir ein asiatisch angehauchtes Rezept, Satay-Reh. Da bin ich richtig gespannt, weil ich mache das auch zum ersten Mal, das heißt, wir probieren das sozusagen jetzt zusammen, und wir brauchen folgende Zutaten dafür. Wie schon erwähnt, brauchen wir einmal Keule, wir brauchen Palmzucker, wir brauchen Koriandersamen, Pfeffer, Pfefferkörner, Kurkuma, hier habe ich dementsprechend so Crispy Chili, das kommt dann in unsere Erdnusssoße. Wir haben Erdnussmus, Tamarindenpaste, wir haben geröstete ungesalzene Erdnüsse, Kokosmilch, etwas Fischsoße, Zitronengras, Knoblauch, Ingwer und eine Zwiebel. Genau, starten tun wir aber heute mit der Marinade vom Fleisch, weil die dementsprechend über Nacht nochmal einziehen muss, und morgen kochen wir dann sozusagen den Rest. Also, let's go! Wir beginnen zunächst, indem wir das Zitronengras hier dementsprechend von den harten äußeren Schalen befreien und dann dementsprechend in feine, dünne Scheiben schneiden. Als nächstes ist der Ingwer dran. Hier tun wir uns einfach ein daumengroßes Stück abschneiden und klein schneiden. Als nächstes geht es an den Knoblauch. Hier nehmen wir uns einfach 3 Zehen raus und tun diesen ebenfalls klein machen. Als nächstes schälen wir hier noch die Zwiebel und tun sie grob zerhacken. Im nächsten Schritt nehmen wir dann unsere Pfefferkörner und unsere Koriandersamen, jeweils einen Teelöffel, tun die in der trockenen Pfanne, einfach erhitzen, bis sie duften, und im Anschluss tun wir die dann klein mörsern. Dadurch, dass ich leider einfach keinen Mörser habe, muss ich jetzt erfinderisch werden. Ich versuche es damit. Damit haben wir das einigermaßen zu Pulver verarbeitet. Jetzt kommen dementsprechend die anderen Zutaten dazu und wir versuchen da eine Paste draus zu machen. So, bevor wir das vergessen, tun wir noch ein Stückchen
Palmzucker dazu schmeißen. Ungefähr so 15 Gramm. Dass man es ungefähr einschätzen kann, ich tue so ungefähr 30 Milliliter Fischsoße dazugeben und so ja, 250 von der Kokoscreme. Ah, Kokosmilch meinte ich. Das ist natürlich Kokosmilch und keine Kokoscreme. Ah ja, perfekt. Das sieht doch nach einer guten Marinade aus. Riechen tut sie auch sehr lecker. Ah, ich habe es ganz vergessen. Wir müssen natürlich auch noch ein wenig Kurkuma dazugeben. So, als nächstes nehmen wir das Fleisch von der Keule oder vom Blatt. Ist eigentlich egal woher. Hauptsache kein Rücken, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu schade. An Menge nehmen wir ungefähr ja, 700 Gramm. Das ist dann das Rezept, das habe ich ganz vergessen. Das ist dann ungefähr für 4 Personen. Schöne dünne Scheiben, damit man jetzt das gut marinieren kann, die Marinade gut einzieht. Wir tun das Ganze so in den Kühlschrank und erstmal bis morgen einziehen lassen. Und wir sehen uns dann morgen, sobald es weitergeht. So, wir haben das Fleisch jetzt über Nacht schön einziehen lassen. Und jetzt geht's an die Soße, an die Erdnusssoße. Dafür verwenden wir die folgenden Zutaten, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte. Ich hatte die Sojasauce leider vergessen zu erwähnen. Das brauchen wir auch noch, um ein bisschen Würze reinzubringen. Und ich kann nicht mehr dazu sagen, weil das wird jetzt einfach nach Gefühl kochen und gucken, einfach abschmecken, bis es halt dementsprechend gut ist. Da könnt ihr euch ja dann das schlauer machen. Ihr könnt ja ein Rezept online nachgucken. Da bin ich jetzt zu voll für. Ich mache das jetzt einfach so. Wir mixen mal alles zusammen und gucken einfach, wie es schmeckt. Wir beginnen, indem wir erstmal 3 Zehen Knoblauch reinschmeißen. Als nächstes schmeißen wir mal unser Erdnussmus rein. Dann gehen wir weiter mit Kokosmilch. Als nächstes nehmen wir die Tamarindenpaste und tun da einfach mal auch 2 Löffel dazugeben. Als nächstes tue ich noch ein paar Erdnüsse klein machen, damit es einfach noch mal ein bisschen Crunch gibt. Geben wir noch einen Schuss Sojasauce dazu, ein paar Chiliflocken. Und dann verrühren wir das Ganze mal. So, jetzt müssen wir mal auch ein bisschen probieren, wie die schmeckt. Ich glaube aber, da muss ich noch ein bisschen dran rumfallen. Ich gebe da jetzt einfach mal noch ein bisschen Honig rein. So, jetzt probieren wir den ganzen Spaß nochmal. Mhm. Jetzt schmeckt sie gut. Das heißt, wir können weitergehen und braten jetzt das Fleisch an. Und dann servieren wir das Ganze und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben das Essen jetzt angerichtet. Dazu habe ich noch ein bisschen Reis gemacht. Ich glaube, es war Basmati oder Jasminreis. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Der Moment der Wahrheit. Mhm. Mhm. Also wenn man das asiatisch angehauchte mag, dann schmeckt es echt gut mit der Erdnusssoße. Ich bin froh, dass es schmeckt, weil ich habe ja jetzt einiges gemacht gehabt. Freunde kommen bald. Deswegen bin ich echt froh, dass es so gut geworden ist. Könnt ihr auf jeden Fall nachkochen. Wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann versuche ich dann mal ein Rezept dazu zu schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. So, ich muss noch mal ein kleines Fazit machen. Jetzt, wo ich mehr gegessen habe, ist immer schwer, nach einem Bissen zu beurteilen. Also es mir schmeckt persönlich sehr gut. Einziges Manko ist, der Geschmack vom Fleisch wird sehr stark von den Soßen übertönt. Ja? Also es ist perfekt für Leute, die den Wildgeschmack nicht ganz so mögen. Kocht es nach. Das Rezept, wenn ihr asiatisch mögt, ist auf jeden Fall was für euch. Für die anderen, ja, vielleicht ohne Soße essen. Genau, bis zum nächsten Vlog.